wunderschönen guten Morgen hier auf unserem Kanal Sunny on the Road. Ich bin in Stuttgart auf dem Messegelände der CMT 2024. Es ist Freitag, der 12. Januar und ich nehme euch mal mit und zeige euch die ersten Messesplitter hier von der Messe. Hier ist ja Preview Day heute und da wollen wir mal schauen, was uns die Messe, die CMT 2024 so bietet. Würde mich freuen, wenn ihr mitkommt. Also bis gleich. Ja, und hier seht ihr den Wohnwagen der Vagabundencamper, Sabine und Stefan, und hier das Wohnmobil von Olli und Tina, Olivers Reisen. Ja, da haben wir gestern Abend schon zusammengesessen und einen lustigen Abend verbracht. Auch die werden natürlich fleißig von der Messe berichten hier. Ja, und hier mal ein Blick von oben herab in die Halle 1. Proppevoll mit Wohnmobilen. Auch Wohnwagen habt ihr hier, verschiedene Firmen. Würstner LMC, Forster, Challenger, Chausson, um nur ein paar zu nennen. Also Halle 1, Wohnmobile ohne Ende. Und Wohnwagen, Eriba sehe ich gerade, ist auch hier. Wird natürlich überall noch aufgebaut, ist alles noch relativ unruhig hier. Und bis morgen, Samstag, den 13. Januar, wird das natürlich alles fertig und schick sein. Und die kleinen Wohnanhänger von RS Camp. Mülheim an der Ruhr sind die ansässig mit Aufstellzelten. Ja, das ist eine coole Idee, die die verfolgen. Hier oben auf der Empore oberhalb der Halle 1. Und die Kuckuck Camper sind hier ebenso vertreten. Und auch A-Liner Evolution sehe ich hier. Auch ganz coole Modelle. Mal schauen, wenn hier soweit alles fertig ist, dass man auch reingehen kann. Da werde ich mir das ein oder andere Modell von diesem mit Sicherheit anschauen. In Halle 1 vertreten natürlich auch Hümer. Wo Bürstner ist, kann Hümer nicht weit sein. Hier mal ein Blick auf die Kaskaden. Alles noch gefroren hier. Also richtig saukalt. Minus 4, 5 Grad heute Morgen in Stuttgart. Ja, und Crosscamp ist hier auch wieder vertreten mit ihren Bullis und Dachzeltaufbauten. Und die Waldhelden und Bergbrise-Campings sind natürlich auch wieder vertreten. Ja, und hier seht ihr die große Bühne, wo verschiedene Veranstaltungen im Laufe der Woche stattfinden. Das Programm, da müsst ihr einfach mal auf die Homepage gucken von der CMT. Aber hier ist immer ordentlich was los, wie ich ja aus der Erfahrung vom letzten Jahr sagen kann. Ja, Frangia und Rapido seht ihr im Hintergrund, auch hier in der Halle 3. Und hier in der Halle 5 Hobby schon mal ganz stark vertreten. Wohnwagen und Wohnmobile ohne Ende. Ja, hier ein Blick auf einen Hobbywohnwagen, Etagenbett mit Maltafel. Also mit Sicherheit auf Familien mit kleinen Kindern ausgerichtet. Ja, als Nicht-Wohnwagenfahrer habe ich da natürlich nicht so die richtigen Fachkenntnisse. Da schaut ihr am besten mal auf den Kanal von Vagabunden, die Camper. Die zeigen euch mit Sicherheit Wohnwagen in allen Ausstattungen. Hier sieht man dann mal das Etagenbett von dem Wohnwagen, wo ich gerade drauf gehalten habe. Und ein kurzer Blick ins Innere. Ja, Face-to-Face-Sitzgruppe und hinten noch ein Querbett für zwei Erwachsene. Also für die Familie mit kleinen Kindern. Von der Grundausstattung, von den Maßen her mit Sicherheit kein schlechtes Modell. Hier nochmal ein Blick auf das Etagenbett. Die Maltafel habe ich jetzt allerdings noch nicht entdeckt. Und die schicken Beachies von Hobby sind hier natürlich auch wieder ausgestellt. Ich könnte mich gerade nochmal in die Hängematte legen. Aber der Job geht ja vor. Spaß beiseite. Ich will euch natürlich noch ein bisschen was zeigen hier von der Messe. Und Lastrada mit seinen Modellen natürlich hier auch wieder vertreten. Ja, Halle 7, die Zubehörhalle. Alles rund um Camping-Caravaning. Hier wird natürlich noch fleißig gewerkelt. Die Polstermacher, das ist natürlich auch mal was für uns. Wenn wir mal so langsam drüber nachdenken, unsere Matratzen zum Beispiel zu erneuern. Da werde ich mich mit Sicherheit doch mal ein bisschen genauer umschauen die Tage. Und der bekannte Zubehörhandel Berger Camping ist hier natürlich auch vertreten. Das ist Leben live in Halle 7. Megasat ist hier auch vertreten, von denen habe ich einen schönen Fernseher. Ja, den muss ich euch bei Gelegenheit natürlich auch noch mal vorstellen. Ja, und Raimo ist hier auch kräftig am Aufbauen. Großer Stand hier auf der CMT. Und direkt gegenüber könnt ihr Rucksäcke und Trolleys kaufen für den Reisebedarf. Ja, und eine bekannte Biermarke ist hier auch vertreten. Ja, das ist der Stand hier von Mobile Safe. Kleine Safe-Lösung für Wohnwagen und Wohnmobil. Ich weiß nicht, ob die das hier für die Messe als Vorrat sich angelegt haben. Der Sogstand ist natürlich hier auch vertreten. Wir haben das hier bei uns eingebaut. 30 Jahre gerade sehe ich. Ich sehe gerade 30 Jahre gibt es hier schon. Wir sind damit sehr zufrieden.
Wir können komplett unsere WC-Kassette ohne Chemie betreiben und haben auch absolut keine Gerüche im Wohnmobil. Echt ein super System, kann ich euch nur empfehlen. Ja, ihr habt gesehen, in der Halle 7 wird noch jede Menge gebaut und gewerkelt. Schauen wir mal weiter in die Halle 9. Ja, hier in Halle 9 Fahrrad- und Wanderreisen, die erste der Sondermessen, die hier jeweils stattfinden im Rahmen der CMT. Ich blende euch einfach unten noch ein, welche weiteren Messen hier über die Woche in der Halle 9 stattfinden. Hier ist natürlich noch alles komplett im Aufbau, hat also noch wenig Zweck, hier mit der Kamera rumzulaufen. Da werde ich später noch mal vorbeischauen. Ja, hier hinter mir seht ihr, sind schon ein paar Stände im Aufbau, wo es kleine Leckereien zum Essen und zum Trinken gibt. Ist aber noch nichts offen. Und morgen, wenn ihr alle da seid, wird hier natürlich auch einiges los sein. Mein Name ist Tim Aster, ich bin Gründer, Mitgründer von Hannes Kemper und wir möchten euch in den nächsten 5 bis 10 Minuten ein bisschen was über die Neuerungen bei uns bei Hannes Kemper Vans berichten. Hier neben mir habe ich Bernd Deiters stehen, für ihn hier ein Heimspiel. Bernd Deiters ist bei uns Geschäftsführer und Inhaber der Hannes Kemper Station Nürnberg und Stuttgart, also ein Stück weit das Gesicht des Südens hier neben mir. Ich denke, das ist auch ganz schön hier in Stuttgart. Als erstes würde ich ganz gerne das Jahr ein ganz bisschen Revue passieren lassen. Wir hatten ja letztes Jahr hier unsere Premiere von unserem Hannes Kemper Van. Das war natürlich auch super aufregend für uns alle. Wir kommen ja aus der Vermietung und haben das ganze Feedback unserer Gäste eingesammelt und wollten damit den möglichst perfekten Kastenwagen bauen. Ein Stück weit auch ein klassischer Grundriss ist es geworden. Das haben die Kollegen hier von der Presse ja auch oft beschrieben, dass wir doch einen recht klassischen Grundriss haben, aber wir haben einfach gemerkt, dass dieser Grundriss sich bewährt hat. Und so haben wir auch bei unserem neuen Vika Van das Grundrisskonzept auf Basis dieser Gästefeedbacks beibehalten. Was ist passiert? Wir haben über 200 Fahrzeuge gebaut in Kooperation mit Robeta. Also fürs erste Jahr, glaube ich, eine ganz beachtliche Zahl, sind in dem Premium-Segment angekommen. Im Süden das Gesicht bin ich nur zur Hälfte. Mein Freund und Partner Volker, mit dem werde ich die Station hier gemeinsam betreiben in Stuttgart. Und wir freuen uns drauf, endlich auch hier präsent zu sein und die Lücken, die es noch gibt im Süden, nach und nach zu erschließen. Zum Vika. Wir haben grundsätzlich bei dem Vika uns überlegt, wie Timme schon gesagt hat, dass wir preislich das Fahrzeug unter dem Premium Hannes ansiedeln möchten. Da wir nicht zaubern können, aber jeden Tag versuchen, mussten wir natürlich hier und da ein paar Modifikationen vornehmen. Die großen Unterschiede zusammengefasst. Der Vika ist preislich konzipiert auf einem 140 PS Chassis. Aber genauso wie wir es schon vom Premium Hannes kennen, immer auf dem Maxi-Chassis. Dann haben wir bei dem Vika die Dieselstandheizung ersetzt, wieder durch eine 2-Flaschen-Gas-Standheizung. Aber um uns auch da ein bisschen abzugrenzen vom Wettbewerb, haben wir einen Schwerlastauszug von GOG, sodass die beiden Flaschen ganz bequem reingesetzt werden können. Und natürlich haben wir auch wieder den Crash-Sensor, diesmal aber auch von der Firma GOG, mit verbaut in dem Fahrzeug. Ja, das war der kurze Pressetermin hier von Hannes Kemper. Eine interessante Geschichte, ich werde mir den Van nachher auch mal anschauen. Ich habe auch gerade mit den Kreuzfahrtcampern kurz drüber gesprochen, die sind also echt begeistert und die sind ja in Sachen Van ja viel unterwegs. Gutes Konzept und besonders der mobile Service hat es mir angetan, wenn man irgendwas nachbauen will. Die kommen vor Ort und bauen einem das quasi mehr oder weniger zu Hause ein. Echt eine klasse Geschichte. Podcast gehört von Knigge und laut Knigge darf man bis zum 15. Januar darf man noch ein gutes neues Jahr wünschen. Danach nicht mehr. Also von dem her ein gutes neues Jahr, viel Gesundheit, viel Erfolg. Gesundheit vor allem. Und ich bin gespannt, was es 2024 uns bringen wird, weil ich glaube, spannend bleibt es auf jeden Fall. Und hier bei den Urban Campern haben wir neu im Modellprogramm 2024 den Globen auf Fiat. Auch da gilt er natürlich alltagstauglich, für viele ein Ersatz für den PKW. Er ist knapp unter 5 Meter lang, nur 2 Meter hoch. Das heißt, damit kann ich ja auch in Tiefgaragen reinfahren, da finde ich auch einen Parkplatz in der Stadt. Und bei den Campervans haben wir ja wirklich zum Modelljahr 2024 im Feuerwerk Neuheiten. Erstmals
ja auch ein Fahrzeug, den Globetrotter Performance auf VW, was es bei Detlefs ja noch nie gab. Aber dann eben auch auf Ford. Wir haben die Stellantis-Chassis und bieten auch von der Modell-Range her extrem viel an. Das beginnt bei 5,40 Meter Gesamtlänge, geht bis 6,40 Meter. Und da haben wir ja tatsächlich eine Premiere mit dem neuen Trend. Der Trend, die meisten von Ihnen werden den Trend kennen, weil er eben einfach so das Fahrzeug ist, Roten-Butter-Fahrzeug von Detlefs, der Bestseller, wie wir auch immer gerne sagen. Und zum Modelljahr 24 kommt der Trend komplett neu. Ja, das waren ein paar Auszüge hier vom Pressetermin von Detlefs. Die eine oder andere Neuheit werde ich mir vielleicht noch mal genauer anschauen und euch auch gerne vorstellen. Ja, hier seht ihr die Belohnung, die es bei Detlefs immer nach den Presseterminen gibt. Leckere Weißwürste. Soweit auch der erste Teil der Messesplitter hier von der CMP 2024. Ich will das hier auch nicht zu lang machen. Einzelne Sachen werde ich mir natürlich dann raussuchen. Und es kommt dann natürlich noch der zweite Teil mit den Hallen 2, 4, 6, 8 und 10. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen gefallen hat. Was ihr so auf der Messe vorhabt oder wenn ihr besondere Wünsche habt, was ich mir mal anschauen soll, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann lasst mir natürlich auch gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert doch einfach den Kanal. Ja, und dann verpasst ihr keine weiteren Videos von uns. Ja, ich hoffe, ich zitter immer noch so ein bisschen. Ich glaube, ich brauche mal einen Cognac oder sowas. Ich hoffe, die Bilder sind einigermaßen stabil, wenn ich sie dann online stelle. Also bis später, ciao.